Hallo, ich bin Lee und heute früh gibt's noch kein neues Hörbuch, sondern ein ganz besonderes Kanal-Update. Ich habe nämlich in den letzten Wochen nicht nur gelesen und neue Geschichten zusammengesucht, sondern auch, tada, an der brandneuen Lee liest vor Webseite gearbeitet. Und die möchte ich euch mal kurz vorstellen. Auf der Startseite findest du einmal die Top-Videos, das sind die beliebtesten Videos auf dem Kanal. Und gleich unten drunter immer die neuesten Videos, also alles, was ich als letztes hochgeladen habe. Wenn du mit dem Mauszeiger über ein Bild drüber fährst, dann siehst du zwei Buttons. Einmal den YouTube-Button, wenn du da drauf klickst, kommst du direkt zum Video auf YouTube. Oder den Detail-Button, wenn du da drauf klickst, kommst du zur Detailseite und dann siehst du entweder die Geschichten, die in dem Hörbuch enthalten sind, oder du findest ein paar Informationen, worum es überhaupt bei dem Hörbuch geht. Die nächste Seite, und darauf bin ich ganz besonders stolz, das ist die Video-Übersichtsseite. Hier findest du, sobald ich dann auch noch die letzten 200 Videos hochgeladen habe, die noch nicht auf der Seite sind, alle Hörbücher auf einen Blick. Und du kannst ganz gezielt nach bestimmten Videos suchen oder Videos filtern. Also zum Beispiel, wenn du Frau Holle suchst, dann brauchst du das nur hier oben einzugeben, auf Filtern zu klicken und dann siehst du alle Videos, in denen Frau Holle enthalten ist. Du kannst dir auch die verschiedenen Sammlungen anzeigen lassen. Du kannst nach Autor filtern, nach Textart, nach Hörbuchdauer, nach Land oder auch nach Jahreszeit. Diese Filterfunktion war mir unheimlich wichtig, weil YouTube selber das nämlich nicht hat und das fand ich einfach ein riesengroßes Manko. Dann haben wir noch eine kurze Seite über mich, für die, die es vielleicht interessiert, was ich sonst noch so mache, wenn ich nicht hinter dem Mikrofon stehe. Und dann gibt's noch eine Seite, die vielleicht nicht so spannend ist wie die Videoseite, aber trotzdem für mich selber unheimlich wichtig, weil ich ohne Unterstützung den Kanal nämlich nicht betreiben kann. Auf der Seite Wie kannst du mich unterstützen stehen nochmal all die kleinen Dinge, mit denen du mir helfen kannst, den Kanal größer zu machen, ohne dass es dich etwas kostet. Und was noch ganz neu ist als Info für all diejenigen, die gerne online einkaufen, es gibt nämlich jetzt einen Lee liest vor Amazon Shop. Auf dieser Seite findest du Produktempfehlungen, das sind einfach Sachen, die mir persönlich unheimlich gut gefallen, zum Beispiel hier die schönsten Märchenbücher und Gute-Nacht-Geschichten oder Sachen, mit denen man sich's gemütlich machen kann. Du kannst aber auch ganz normal bei Amazon, so wie du es gewöhnt bist, Sachen suchen und einkaufen, ohne dass es dich irgendwie etwas Zusätzliches kostet. Der einzige Unterschied ist, dass wenn du über den Lee liest vor Link hier einkaufst, dass Amazon dann weiß, dass du mich gern unterstützen willst und für jeden Einkauf, den du tätigst, bekomme ich dann eine kleine Provision. Falls du mir gerne einmal einen virtuellen Kaffee spendieren möchtest, dann kannst du das hier tun. Dann brauchst du einfach nur auf zum Beispiel 1 zu klicken und auf Support mit 5 Euro und dann geht das Ganze über PayPal, was mich natürlich auch freut, aber absolut nicht notwendig ist. Und ja, ich glaube, das war's dann auch schon zur neuen Webseite. Bis ich wirklich alle Videos hochgeladen habe, wird's noch eine Weile dauern, weil ich jedes Hörbuch einzeln einpflegen muss, aber sobald ich das geschafft habe, dann kommt vielleicht auch noch ein Blog dazu mit Infos zu Autoren oder Hörbüchern oder Tipps zum Einschlafen und Entspannen. Da habe ich jede Menge zu erzählen, da ich ja auch orthomolekulare Ernährungstherapeutin und Achtsamkeitscoach bin. Und vielleicht kann ich dem einen oder anderen auch noch mit Infos zum Sprecherdasein helfen, da ich ziemlich oft gefragt werde, wie man überhaupt Sprecher wird. So, ich hoffe, dir gefällt die neue Seite genauso gut wie mir. Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen melde dich gerne einfach wie gewohnt in einem Kommentar auf YouTube. Und dann hoffe ich, dass wir uns heute Abend um 21:15 Uhr wieder hören. Bis dann. Tschüss.